Das ist das Thema für heute und wir sollen einen Vers nehmen, wie man die dispensationalistische oder Haushaltslehre unterrichtet oder weitergibt, anhand von zwei Versen im Neuen Testament. Das erste ist in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 15. Dann lesen wir: Befleißige dich, Gott zu erzeigen, einen rechtschaffenen, unsträflichen Arbeiter, der da Recht teile, das Wort der Wahrheit. Man muss sich befleißigen, sagt die Bibel. Die Querreferenz im Alten Testament finden wir im Prediger Kapitel 12, Vers 12. Hüte dich, meinen Sohn, vor anderen mehr, denn viel Bücher machen ist kein Ende und viel Predigen macht den Leib müde. Die zweite Referenz, die wir nehmen, um unsere Sache einzuleiten, finden wir in Johannes Kapitel 5, Vers 39. Da hat die Heilige Schrift von Luther: Suchet in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darinnen, und sie ist es, die von mir zeugt. Hier haben wir ein Gebot. In die neue Bibel, Schlacht- und Neulutherbibel, hat es sich geändert in: Ihr suchet in der Schrift. Das heißt, das Befehl ist weggenommen, am Befehl von Gott, der Heiligen Geist, um in der Schrift zu suchen, zu forschen. Im Alten Testament, in Jesaja 34, Vers 16, lesen wir: Sucht nun in dem Buch des Herrn und leset. Das Suchen ist verbunden mit Studieren. Und Suchen und Studieren, zweimal in der Heiligen Schrift erwähnt, in Johannes 5, Vers 39 im Neuen Testament und Jesaja 34, Vers 16 im Alten Testament, wird oft in der Neuen Bibel wegübersetzt und das Befehl wird geändert in eine Erklärung: Ihr suchet. Und das ist nicht, was Gott will. Er hat nicht nur sein Wort gegeben, in Hebräisch-Griechisch, hat das auch bewahrt in den Manuskripten, in der Mehrheit von griechischen, neustamentlichen Kopien und Hebräisch und Masoretisch Alten Testament durch die jüdische Volk. Und das dann auch auf Deutsch bewahrt, siebenmal gereinigt in die Heilige Schrift von Luther. Zweimal das Neue Testament, in September 1522 und Dezember 1522. Danach die erste ganze Bibel in 1534, danach in 1536, 1541 und 1545. Ein Jahr vor seinem Tod hat Luther noch die Bibel das siebte letzte Mal gereinigt. Siebenmal ist das Wort gereinigt, sagt Psalm 12, Vers 7 und Vers 8. Nun, wir möchten erstens eine kleine Einleitung nehmen. Das Wort suchen wird also weggehabt, das Auftrag. Und das zweite Teil in Johannes Kapitel, 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 15 sagt, dass wir Gott uns zu zeigen haben, das heißt für einen persönlichen Gott, die Himmel und Erde geschaffen hat, einen rechtschaffenen, unsträflichen Arbeiter. Und wie soll er das tun? Das Wort der Wahrheit muss recht geteilt werden. Es ist nicht das Wort der Lügen. Die moderne Bibel sind Lügenbücher. Sie können das prüfen anhand von Markus 1, Vers 2 und Kolosser 1, Vers 14, Johannes 7, Vers 9. Wo man dann Lügen macht aus Gott und Heiligen Geist und aus Gott. Und daneben soll man das Wort recht teilen. Absolut wichtig. Teilen heißt segregieren, heißt nicht einander binden, integrieren, aber negativ auseinander nehmen. Das ist die nicht positive Art von die moderne Weltordnung. Und in dieser Hinsicht gibt es 100% Ähnlichkeit und Übereinstimmung über die katholische Bibel, die Liberale, die Fundamentalisten, die Neoevangelikale, die Charismatiker und die Jehovas Zeuge Bibeln, plus all ihre kommerziellen Werkzeuge, die haben das Wort suchen weggelassen. Und da musst du auch noch glauben, dass diese Leute das Werk des Heiligen Geistes getan haben, denn sie haben das Werk eines unheiligen Geistes getan.
Wir glauben an ein Buch, Gott hat ein Buch geschrieben, Luthers Heilige Schrift, und nicht an Revision, den 1880er Jahren, 1912, 1914, 1956, 64, 84, 2017, oder Neue Lutherbibel 1998er, hat nichts mit Luther zu tun. Das sind abfällige Ungläubige oder abfällige Christen, die einfach Luthers Name und Buch missbrauchen, um in diesen Text falsche Lesarten aus Jehovas Zeugen katholische Bibel einzuplatzieren. Und das können Sie ruhig nachschauen in einem kleinen Vergleich, was Ihnen gerne zuschicken, oder was wir auf unserer Seite luther1545.org selber mal nachschauen können. Nun, die Wahrheit ist ganz wichtig, weil ein junger Christ muss sich in diesem Buch begeben. Dann kann Gott ihm seinen Segen schenken. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2 sagt, seid gierig nach der vernünftigeren lauten Milch auf die jetzt geborenen Kindlein, auf dass sie durch dieselbige zunehmt. Durch was kannst du ein junger Christ zunehmen? Wenn er gierig ist nach der vernünftigeren lauten Milch. Er kann aufgebaut werden in sein allerheiligsten Glauben. Das tut das Wort Gottes. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 32 sagt, nun, liebe Brüder, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe unter allen, die geheiligt werden. Das Wort seiner Gnade ist mächtig, euch zu erbauen. Es ist sein Buch, sein Wort. Nun, die meisten abfälligen Nikolaiten aus Berlin, München, Wenen, Wiedenest, Beatenberg, in Bibelschule, theologische Seminarien von Lutheraner, Calvinisten, Baptisten, Evangelikalen, greifen alle ein Buch an. Und das sind jetzt original griechisch und hebräisch oder der Textus Receptus oder der masoretische hebräische Text. Es ist ein Buch in der deutschen Sprache, die deutsche Sprache hat bestimmt und die verantwortlich ist für das in Freiheit setzen von dem deutschen Volk durch und nach der Reformation. Timotheus muss wissen, als junger Pastor, wie man das Wort recht teilt und wie man das Wort lehrt und predigt. Er muss das Wort der Wahrheit recht, nicht falsch teilen, recht teilen. Das heißt, wir sollen sprechen über das Thema, wie kann man die Schrift studieren. Und wir nehmen nun die Möglichkeit, um diesen Haushaltslehre, Haushaltswahrheit mal zu studieren. Und es gibt Wahrheiten, die kann man anwenden an verschiedene Haushaltungen oder Zeitperiode, Haushaltung ist besser gesagt, in der Bibel. Unterschiede teilen Menschen. Unterschiede machen Unterteilungen zwischen Leute und Dingen. Diese Unterschiede teilen auch schriftliche Passagen, Versen oder Teil von Versen ab und zu, in segregierte, separate Einheiten. Es ist eine negative Operation. Und das ist genau, warum heute die Lutherbibel nicht mehr geschätzt wird. Es bringt Scheidung und Trennung, wie damals in der Zeit von Jesus Christus. Da gab es eine Trennung über ihm. Wir sollen erstens einiges besprechen über den Hintergrund von diesen Haushaltslehre oder Dispensationen. Und dann sollen wir sprechen über, was ist genau eine Dispensation. Dann sollen wir die Zeitperiode versuchen zu lokalisieren. Dann sollen wir Ausnahmen für die Regeln besprechen. Dann sollen wir die Bündnisse besprechen. Dann sollen wir einen wichtigsten Haushalt besprechen. Danach das Neue Testament in seinem Blut. Danach sollen wir Rettung in der großen Trübsalzeit besprechen und dann das zweite Teil vom Neuen Testament besprechen, plus noch was Haushaltsstrukturen, die Ihnen helfen können, das Wort der Wahrheit recht zu teilen und weiterzugeben. Nun, alle Bibelgläubigen, auch wenn sie atheistisch, liberal, agnost oder katholik oder Jehovaszeuge sind, sehen, es gibt eine ganz klare, entscheidende Unterteilung zwischen Malachi, das erste Buch des Alten Testaments, und Matthäus, das erste Buch des Neuen Testaments, wenn man die Heilige Schrift studiert. Es ist ganz klar, dass da ein großes Loch ist zwischen Malachi 4 und Matthäus Kapitel 1.
auch wenn der Leser nichts weiß von der Zeit, wenn die zwei Bücher ursprünglich entstanden sind. Die Bücher, die Matthäus vorabgehen, das sind genau das Alte Testament und das Evangelium, das Neue Testament, fängt an dann mit Matthäus. Wenn das Wort Dispensationen hinweist auf eine Zeitperiode, und darum sollten wir mehr sprechen, dann gibt es sicher zwei unterschiedliche Zeitperioden, die man findet in diesen Versammlungen von 66 Büchern. Der eine ist vom 1. bis 2. Buch des Alten Testaments, 1. Mose bis Malachi. Das andere von 1. bis 2. Buch des Neuen Testaments, Matthäus bis Offenbarung. Und das heißt, diese Zeitperiode kann man als zwei Dispensationen oder Haushaltungen zusammenfassen. Ungefähr von 4000 vor Christus bis 389 vor Christus und dann von 4 vor Christus bis 90 nach Christus. Man kann das ein bisschen unterscheiden, aber das ist so ungefähr die Zeitspanne. Das heißt, jeder Bibelgläubige oder Bibelleser ist eigentlich ein Dispensationalist. Alle katholischen Päpste, Bischöfe, Priester, Erzbischöfe anerkennen die zwei unterschiedliche Zeitperioden, die man Testamente nennt. Und alle Amillenniale, Prämillenniale, Postmillenniale, Protestanten anerkennen diese zwei Perioden, die man Altes und Neues Testament nennt. Und natürlich hat man viele Bibelschule und theologische Universitäten, die sagen heute, ja, die Leute, die im Alten Testament gelebt haben, wurden auf die gleiche Art und Weise gerettet als die Leute im Neuen Testament. Das ist einfach Unsinn. Und das wird unterstützt durch das Ändern von der Zeit in diesem Verb sein. Natürlich, schlussendlich sollen alle Heiligen durch das Blut, was Jesus vergossen hat am Kreuz, im Himmel kommen. Das ist klar. Aber um zu implizieren, ja, und durch Ändern das Wort wurde errettet zu sind errettet, das alttestamentliche Heiligen unter das Gesetz wurde errettet, gleichartigerweise wie nur das männliche Heilige nun errettet werden, ist einfach Unsinn. Keiner von 1. Mose bis Malachi hat etwas zu tun mit einer Blutversöhnung und Erlösung, als nur durch das von Stiere und Böcke. Das wird ganz klar erwähnt von dem Schreiber der Hebräerbrief in Hebräer Kapitel 10, Vers 4. Es ist unmöglich, durch Ochs- und Bocksblut Sünden wegzunehmen. Niemand im Alten Testament wurde gereinigt von seinen Sünden, auch nachdem seine Sünden vergeben wurden, nach 2. Mose 34, Vers 7. Und Gerechtigkeit ihnen zugerechnet wurde, nach Römer 4, Vers 1 bis Vers 6. Keiner im Alten Testament wurde im Leibe Christi platziert. Keiner im Alten Testament wurde geistig beschnitten. Keiner wurde von Neuem geboren und keiner von ihnen ging in Gottes Gegenwart im dritten Himmel nach 2. Korinther 12, Vers 1 bis Vers 4, wenn sie gestorben sind. Das heißt, um zu sagen, dass ihre Rettung identisch ist an die in Römer 4, Römer 5, Römer 10, in Epheser 2, ist einfach Unsinn. Alttestamentliche Rettung und neutestamentliche Rettung können nicht die gleiche sein für den klaren Grund, dass es zwei unterschiedliche Testamente gibt, die eingesetzt wurden und aufgeschrieben wurden. Wir sind hier in Hebräer 10, als wir ein paar Kapitel zurückgehen, in Hebräer 7, Vers 19. Das Gesetz konnte nichts vollkommen machen und wird eingeführt, eine bessere Hoffnung, durch welche wir zu Gott nahen. Und dazu, dass viel ist nicht ohne Eid, denn jede sind ohne Eid Priester worden. Dies aber mit dem Eid durch den, der zum spricht, der Herr hat geschworen und wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also eines so viel besseren Testaments ausrichte ist Jesus worden. Das ist ein Unterschied. Und in Lukas Kapitel 1 lesen wir in Vers 1.
Sintemar sich viele unterwunden haben zu stellen, die Rede von den Geschichten so unter uns ergangen sind, wie uns das gegeben haben, die es von Anfang selbst gesehen und Diener des Wortes gewesen sind, habe ich es auch für gut angesehen, nachdem ich es alles von Anbeginn erkundet habe, dass ich zu dir, mein guter Theophilus, mit Fleiß ordentlich schreibe. Auf dass du gewissen Grund erfahrest der Lehre, in welcher du unterrichtet bist. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die man hier kurz prüfen soll. Also die wir möchten hier sprechen über den Unterschied zwischen Rettung im Alten und im Neuen Testament. Um zu sagen, dass die altestamentliche Rettung und neutestamentliche Rettung sind nicht die gleiche. Jeder kann sehen, wenn man die Heilige Schrift einmal durchliest, dass in Hebräer Kapitel 7, Vers 22, als also eines so viel besseren Testaments ausrichte, ist Jesus worden. Und das ist nicht das Alte Testament, wie zum Beispiel 2. Korinther 3, 14. Keiner im Alten Testament hat seine Sünden bezahlt worden, für immer, oder wurde erlöst. Bis nach Matthäus Kapitel 27, zum Beispiel Hebräer 9, Vers 12 sagt, auch nicht durch die Böcke oder Kälber Blut, sondern er ist durch sein eigenes Blut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Das ist nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn du das Wort tiefer studiert, wie zum Beispiel die Bereer in Apostelgeschichte 17, Vers 11, sieht man direkt, dass auch in Matthäus bis ungefähr Matthäus 27, Vers 50, lehrmäßig unter dem alten Bund fällt. Matthäus 27, Vers 50 liest Folgendes. Ab Jesus schrie aber mal laut und verschied. Und auch dann ist es noch nicht in Effekt getreten, weil es kann noch nicht, es wurde institutionalisiert, das Neue Testament, in Matthäus 26, Vers 28, wo wir Folgendes lesen. Das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Dann wurde es institutionalisiert, aber es kam in lehrmäßigen Effekt. In Hebräer 9, Vers 16, denn wo ein Testament ist, da muss der Tod geschehen, des, der das Testament machte. Der Todeserben, sozusagen. Und das heißt, dass wir schon nun drei Zeitperioden haben, die nicht klar identisch sind. Und wir sollen so noch besprechen, dass Dispensation, Haushalten nicht eine Zeitperiode ist, aber die neutestamentliche Evangelium beschreiben nur, wie das Neue Testament zustande kam. Technisch kann man sagen, Matthäus 1 bis 27, Markus 1 bis 15, Lukas 1 bis 23 und das 1 bis 19 sind im Alten Testament. Jede dieser Passage ist unter dem alten testamentischen jüdischen Gesetz und Gebote, wie sie unter Mose an das Volk Israel gegeben wurden. Es gibt noch einen einzigen Christ, der irgendwo auf Erde lebt, während der ganzen Zeit von Jesus Christus. Der erste Christ in der Bibel sind wir nur erwähnt in Apostelgeschichte 11, Vers 26. Und davon ist keiner ein Jünger von Christus, wie bevor Apostelgeschichte 2. Die Christen sind bekehrte Heiden, die nicht einen Tempel besuchen, Apostelgeschichte 3, Vers 1, die nicht bestimmt sind, wie alle Aposteln waren, und die nicht jüdische Sabbat halten.
Die römisch-katholische Christen von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, alttestamentliche Juden unter dem Gesetz. Na gut, Rom hat niemals etwas richtig unterteilen können. Diese Wahrheit bringt noch ein anderen dispensationalistisches Problem nach oben. Gibt es eine Zwischenperiode zwischen der Einführung des Neuen Testaments in Matthäus 26, 28 und Apostelgeschichte 11, wo die Christen das geglaubt und angewendet haben? Und dann gibt es noch mehr Schwierigkeiten. Wenn man 2. Mose liest, dann sieht man da plötzlich diese Steintafeln, die 10 Gebote haben. Das sieht man unter anderem in 2. Mose 20, 1 bis 12 und 5. Mose 4, Vers 13. Das heißt, es gibt etwas, was stattfindet in 2. Mose 19 und 2. Mose 20, das wir nicht finden in 1. Mose. Christus sagt, das Gesetz und die Propheten sind bis Johannes, nach Lukas 16, 16. Weil Johannes sagt, das Gesetz wurde von Mose gegeben in Johannes 1, Vers 17. Das heißt, es ist klar, eine Periode von so 2.500, 2.800 Jahren von Bibelgeschichte, die stattfindet, bevor das Gesetz Mose sich offenbart. 1. Mose handelt über eine Periode von 4.000 vor Christus bis 1.500 vor Christus ungefähr. Das heißt, das Alte Testament selber hat noch 2 Zeitperioden. Eine von Adam bis Mose, nach Römer 5, 14. Das andere von Mose zu Christus, nach Johannes 1, Vers 17. Als wir beide Referenzen lesen, Römer 5, Vers 14 sagt, sondern der Tod herrschte von Adam an bis auf Mose, auch über die, die nichts gesündigt haben, mit gleicher Übertretung wie Adam, welche ist ein Bild des, der zukünftig war. Und wir haben schon Johannes Kapitel 1, Vers 17 erwähnt. Ich soll es nochmals buchstäblich lesen. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus worden. Wenn wir es kennen oder nicht kennen haben, müssen nun schon rechnen mit einem Minimum von 4 Dispensationen. Nicht nur ein altes und neues Testament. Also hier haben wir von Adam bis Mose vor uns, von Mose zweitens bis Johannes der Täufer, drittens an Zwischenperiode, von Johannes der Täufer bis die vollkommene Blutversöhnung, nach Hebräer 9, 16. Und dann findet es ein neues Testament, was anfängt in Matthäus 27, bis einige Zeit, die noch vor uns liegt. Das soll noch in Rückung sein, aber das sollen wir später noch besprechen. Daneben müssen wir sehen, dass das mosaische Gesetz ist verbunden mit Rettung durch Werke. Sicher ist da immer ein Element von Glaube, immer ein Element von Gnade in jeder Haushaltung da, aber Werke sind ganz prominent da unter dem Gesetz, nachdem Gott das via Mose an sein Volk gegeben hat. Wir können das ganz klar sehen in zum Beispiel 5. Mose 30, Vers 16. 5. Mose 30, Vers 16, der ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wanderst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte haltest und leben mögest und gemehret werdest, dass dich der Herr, dein Gott, segne im Lande, da du einzeugst, dasselbe einzunehmen. Wir lesen das nochmals im Neuen Testament in Römer Kapitel 10, die ersten 5 Versen. Liebe Brüder meines Herzens, Wunsch ist und flehe auch zu Gott für Israel, dass sie selig werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand. Denn sie kennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und trachten ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind also der Gerechtigkeit, die für Gott gilt, nicht untertan. Denn Christus ist das Gesetzesende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Mose schreibt, wovon der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, welcher Mensch dies tut, der wird darin leben. Tut. Und die paulinischen Briefe, die haben keine einzige Art und Werke, um errettet zu werden. Geschrieben nach Apostelgeschichte 11, Vers 26 an Christen. Bleiben wir in Römer, auch zum Beispiel Römer 10, Vers 9 und 10. Denn so du mit deinem Munde bekennst, Jesus, dass er der Herr sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, so man mit dem Munde bekennet, so wird man selig. Das ist eine absolut wichtige Sache, um ganz klar zu verstehen. Die Sache ist heute
eigentlich nicht mehr so offenbar. Es ist eine Sache, die nicht mehr besprochen wird und einfach man alles wird interpretiert von vielen Christen durch die Augen von dem Brief von Paulus, aber das Wort wird dann nicht mehr recht geteilt. Und nochmals, das ist ein sehr wichtiges Problem in den letzten Tagen. Warum? Weil die meisten, die das Wort versuchen zu lehren, teilen es einfach nicht mehr recht in den letzten Tagen. Und das ist absolut ein Riesenproblem. Echt ein Riesenproblem, weil nochmals, die meisten sind relativ unverantwortlich, um das Wort klar zu teilen. Wenn man es klar nicht recht teilt, kommt da oft eine Menge Unordnung von. Und die Unordnung können wir im Prinzip überall sehen in den letzten Tagen. Und nochmals, die letzten Tagen, da liegt echt ein Problem, ein, kann man ruhig sagen, Riesenproblem. Nun, wir möchten weitergehen. Titus 3, Vers 5, Epheser 2, 1 bis 6 und Apostelgeschichte 13, 38 bis 40 lehre ganz klar, es Rettung durch Glaube alleine ohne ein einziges Werk. Deswegen, um zu sagen, dass Leute die gleiche Art und Weise rettet wurden unter beide Testamenten, ja, ich kann man sich nicht mehr ganz ernst nehmen, ja. Kannst du vorstellen, ein Christ, unter dem Neuen Testament, die versucht, Matthäus 5, Vers 19 und Vers 20 zu folgen, oder besser gesagt, zu gehorchen. Aber Jesus ließ, Matthäus Kapitel 5, Vers 19, ich soll es vorlesen anhand von der Luther-Text. Wer nun eins von diesen kleinen die Gebote auflöset und lehrt die Leute also, die wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, die wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, es sei denn eure Gerechtigkeit besser denn der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Es ist geschrieben, altes und männliche Jude unter dem Gesetz. Doch Paulus hat das nicht ernst genommen, was wir sehen in zum Beispiel Matthäus 5, 22. Matthäus 5, Vers 29. Ärgert dich aber dein rechtes Auge, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, dass eins deine Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in Hölle geworfen werde.
Grüß Gott, liebe Menschen, herzlich willkommen zurück bei dieser Bibelwahrheitsstunde. Wir möchten weitergehen mit, wie man nun die Dispensationen oder Haushaltungen am besten unterrichten kann. Nun, wir sollen sehen, dass eine Haushaltung, das Wort Dispensation, nicht immer ein Hinweis ist zu einer Zeitperiode. Und wir haben, sondern deswegen auch sehen, dass es wirklich viel geistliche Schade angerichtet hat am Leibe Christi durch diesen Nachfolger, Hyperdispensationalisten wie Cornelius Stamm, Ethelbert Bullinger, O'Hare, Baker, Moore, Watkins und andere. Es gibt verschiedene Leute, die allerlei Haushaltungen oder Dispensationen gelehrt haben. In 1640 hat man William Gouge, G-O-U-G-E, zwischen 1575 und 1653 die sechs Dispensationen hat gelehrt. Hat Pierre Poiret zwischen 1646 und 1719, der hat ein prämilleniales System, was calvinistisch war. Isaac Watts zwischen 1674 und 1748 hat auch einige Haushaltungen unterschieden von Unwissenheit, Gnade, von Noah, Abraham, Moses, Christus. Und was es gefehlt hat, war der Bund von David. Der Thron von David, die Entrückung, Trübsalzeit und Wiederherstellung Israels und das tausendjährige Reich. Andere dispensationalistische Systeme, die gewirkt haben, sind von John Taylor von Norwich, John Flecher, David Bogue, Adam Clark, ist gut zu erwähnen, 1762, 1832, John Priestley, George Faber, David Russell, bevor Darby, Cronin, Bullinger sich gezeigt haben. Natürlich gibt es keine einzige katholische Person in dieser ganzen Liste. Katholiken sind kein Bibelgläubige, die das Wort der Wahrheit recht teilen. Das ist ebenso fremd für sie als Marias eigene Kinder, die sie sicher hat, nach Psalm 69, Vers 8 und Vers 9. Und John Nelson Darby zwischen 1800 und 1882 war von der Brüder, Plymouth Brüder, und hat eigentlich das Vorwort von Scofield Bibel und Larkin geschrieben. Er gibt uns sieben Dispensationen oder Haushaltungen. Vom Paradies bis zur Flut, Noach, Abraham, Israel, unter dem Gesetz, unter der Priesterschaft, unter Könige, die Heiden, der Geist und das tausendjährige Reich. Samuel Jarvis zwischen 1787 und 1851 verteilt die Bibel in die folgende, also noch einige Teile. Und es gibt noch andere dispensationalistische Strukturen, die man finden kann in den Werken von McCullough, John Pye Smith, John Cox, John Cumming, Judge Joel Jones, Wissy Bain, Charles Hodge, die gibt vier Dispensationen, Robert Dabney, John Graves und Samuel Andrews. Wenn man sagt, ja, Verruf, die lehrt all diese verschiedenen Rettungspläne, ist nicht mal der Erste, der das überlegt hat. Parlane, George Pember, Robert Cameron, George Wilkin, Adolf Knoch erkennen alle einen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Noah errettet wurde und wie Mose errettet wurde, oder in der Art und Weise, wie David errettet wurde, zum Beispiel wie Saul. George Saltau gibt 9 Haushaltungen, Knoch 12. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Okay. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Bullinger zwischen 1837 und 1913 hat ein balanciertes System von 7 Dispensationen, wo der erste und der siebte miteinander übereinstimmen, der zweite und der sechste und der dritte und der fünfte miteinander übereinstimmen. Der edenische Zustand und Wissenheit, Menke, das ist eine gesamte Sache, patriarchale Dispensation, Israel unter das Gesetz, viertens die Gemeinde Gottes, Gnade, Israel, Gericht, Menschheit als Ganzes, Millennium und ein ewiger Zustand der Herrlichkeit. Andere Systeme kann man finden in den Arbeiten von Harrison, Gutenberg, Chater, Harry Ironside, Cooper, Arthur Isbell, George Crowley, Pollock, Lewis Perry, Chafer und Isaac Haldeman.
das Gute und Schlimme ist, an aller diese Systeme zu finden, aber alle haben das Problem, dass sie nicht in Detail gehen über die Rettung in die Endzeit. Das ist verbunden mit der großen Trübsalzeit und das tausendjährige Reich. Wenn irgendeiner von diesen Bibelstudenten oder Wissenschaftler zu Hebräer 3, 6 und 10 kommen, Matthäus 4 und 25, Offenbarung 12, 14 und 22, dann schaffen sie es nicht mehr. Für die meisten modernen Dispensationalisten hat man Larkin und Schofield mit ihren Haushaltssystemen. Die Hyperdispensationalisten, die halten zu diesen Systemen, aber machen drastische Änderungen in das Buch Apostelgeschichte, was Larkin und Schofield nicht tun. Und das führt dann zu den Werken von Adelbert Bullinger und alle, die ihnen gefolgt sind. Und das führt zu praktisch, dass man kein Wassertaufe mehr anerkennt, als Folge von einer Bekehrung zu Jesus Christus. Ein Übernachdruck von 2. Korinther 5, 19 bis 21 und die paulinische Botschaft. Ein Mangel an Nachdruck auf die lokale Ortsgemeinde und ein Ultra-Gnade-Format, das führt zu Hyperkalvinismus und Auswählungsidee. Bullinger und Stamm waren beide 5 Punkte Tulip-Calvinisten und haben niemand hier zu Jesus Christus geführt. Und diese Hyperdispensationalisten haben meistens keine moral- und geistige Standards, wenn es kommt zu Trennung, wie man sich kleiden soll, sich von aller bösen Schein weghalten, persönliche Evangelisation, Unterstützung von ausländischen Missionaren, Produktion von seelengewinnenden Pastoren und Evangelisten. Nun sollen wir etwas sagen über das Wort der Haushaltung. Was ist das nun eigentlich genau? Das griechische Wort ist Ökonomia. Das heißt nicht eine Zeitperiode. Es ist eigentlich die Gesetze, die in einer bestimmten Zeitperiode wirksam sind oder die Art und Weise, wie ein Meister das Haus arrangiert, sein Haushalt arrangiert. Da unser Wort ökumenisch kommt davon her. Seit den letzten 300 Jahren hat das Wort leider immer eine Zeitperiode bedeutet. Und das ist, weil die Meister des Hauses, nach Hebräer 3, 2 und Epheser 2, 19, Gott hat verschiedene Art und Weise aufgestellt, um seine Familie in verschiedene Zeiten zu führen, nach seiner Weisheit. Das heißt, Zeit. Zeit, Anfang und Ende von Zeitperiode fangen an, wo man die Methode ändert. Und Larkin's Dispensational Truth, Dispensational Wahrheit, das ist auch in Holländisch übersetzt, anhand von dem Staatentext, von der Zuglicht ausgegeben, ist der Großvater von all das Werk der letzten ungefähr 100 Jahre. Und im letzten Jahrhundert gab es viele orthodoxe Evangelikale, die nach die Dispensationen sich gewendet haben, um nicht mehr persönliche Sinngewinnarbeit zu tun, keinen Ruf mehr folgen nach dem Missionsfeld, nicht mehr predigen wollen gegen Sünde, keine Leute mehr taufen wollen, nicht mehr auf die Straße predigen und so weiter. Das werden die Bereer, haben sie sich genannt. Sie denken, dass sie die Schrift studieren, aber sind keine Sinngewinner, nicht evangelistisch und sie möchten nicht eine Verfolgung tragen wollen. Und wir haben sie dann besucht und gefragt, leider die unabhängige Bibelstudenten, die wir hier studiert haben, waren die meisten der Wasserbestände und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Berea haben dann gesagt, na, was gab es nicht für diese Zeit? Und die Berea sind nichts anderes als getaufte Baptisten heute, die Baptistengemeinde verlassen haben und nun interdenominale Dispensationalisten geworden sind. Weil Baptisten haben sich oft gestrichen aus ihrer Gemeinde. Und sie möchten das Wassertaufe wegtun, nicht mehr predigen gegen Sünde, nicht mehr Sünde fangen, sich zu bekehren, keinen Konflikt haben mit religiösen Autoritäten, ein gutes Einkommen behalten, in einen vollen Dienst zu gehen und ablehnen, was Paulus sagt über älteste Diakonen und so weiter in 1. Timotheus Kapitel 3. Nun, diese Missverständnis kommt oft aus einem Satz aus Epheser 3, Vers 2, wo wir lesen, welche wir weiter gewandert haben nach dem Lauf dieser Welt und nach den Fürsten, die in der Luft herrschen, nämlich nach dem Geist, der zu der Zeit, dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens.
pardon, ich habe das falsche Vers gelesen, Epheser 3, Vers 2, nachdem ihr gehört habt von dem Amt der Gnade Gottes, die mir an euch gegeben ist. Die Gnade Gottes. Englisch ist es dann the dispensation of the grace of God. Und nochmals, das hat nichts zu tun mit einer Zeitperiode. Es zieht keine Katholiken, Methodisten, Lutheraner, Protestanten, Charismatiker, Südbaptisten, Episkopalische, Mormonen an. Das ist viel zu kompliziert für diese Leute. Diese Hyperdispensationalisten haben Aposteln in Christus, ohne in seinem Leib zu sein, nach 1. Korinther 12, Vers 13. Sie haben Leute, die zu den Herrn zugefügt werden, in Apostelgeschichte 5, 14, und dass sie in Kontakt mit ihm sind. Und na, das System der Hyperdispensationalisten ist niemand in Christus bis Paulus. Obwohl Paulus selber sagt, dass da Leute schon in Christus waren, bevor ihm, nach Römer 16, Vers 7. In dem System der Hyperdispensationalisten ist das Leib Christi nicht die Gemeinde Gottes, nach Galater 1, 13, oder Paulus selber sagt, dass das der Fall war, nach 1. Korinther 10, 32 und 1. Timotheus 3, 15. Also das Problem ist oft, dass die Leute nicht lesen können. Nun, in was wir nun danach sollen besprechen, ist, wir sollen diese Zeitperiode durch Bündnisse abtrennen. Ein Bündnisse zwischen Gott und Mensch oder einfach interventionieren von Gott, um ein Einverständnis aufzusetzen. Das gibt mehr Wahrheit als Zeitperiode lokalisieren. Wir sollen diese Bündnisse, die Grenze bestimmen lassen von dieser Zeitperiode. Und schriftlich gesprochen ist eine Dispensation nicht eine Zeitperiode, aber eine Art und Weise oder eine Methode, worin Gott in einer Haushaltung einige Sachen aufstellt, wie er handelt während dieser Periode. In Pauls Sache war es Gott, die ihm Gnade gab, um die Geheimnisse der Gemeinde zu erklären, der Einwohner des Christus zu erklären, der Einheit von den Gläubigen mit Christus zu erklären, die Entrückung und die Fleisch, das Fleisch wurde in Christus in einem Mensch. Wir sollen nochmals die Schrift darin klar studieren.